Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute geht es um Man, ein neuer Film von Alex Garland, der bekannt ist für interessante und surreale Filme wie beispielsweise Ex Machina und Annihilation. Ob es sich jetzt lohnt, für Man ins Kino zu laufen, das klären wir jetzt. Okay, let's face facts. Die junge Frau Harper hat sich ein Ferienhaus auf dem Land gemietet, um etwas Zeit für sich zu haben, denn sie muss die sehr tragischen Umstände des Todes ihres Ehemanns zunächst einmal verarbeiten. Doch als sie dann die Umgebung erkundet und auch die Bevölkerung des Dorfes immer mehr kennenlernt, entwickelt sich die erholsame Zeit sehr schnell zu einem Albtraum. Die bisherigen Filme von Alex Garland haben mir an sich sehr gut gefallen. Ich mochte sehr gerne Ex Machina, ein durchaus interessanter und rundum guter Film, aber auch Annihilation, der ja eher kontrovers diskutiert wirkt, wegen dem sehr surrealen Ende, fand ich sehr interessant, hat mir Spaß gemacht zu schauen. Das gleiche kann ich jetzt aber nicht über Man sagen. Ich fand diesen Film nicht überzeugend und ich glaube, es ist der bisher schlechteste Film von Alex Garland. Dabei schafft Garland es zunächst, eine sehr bedrohliche Stimmung und auch eine sehr einzigartige Stimmung zu kreieren. Also die erste Führung durch dieses Ferienhaus, die Gespräche mit dem Vermieter, die sind unglaublich unbehaglich und man weiß nicht genau, was diesen Schauer auf dem Rücken verursacht. Das ist irgendwie dieses Timing von dem Lächeln von dem Vermieter. Also Garland weiß es hier, ein sehr gutes Horror-Setup zu kreieren und zeigt auch sehr, ja, ich würde wirklich sagen, individuelle Naturshots und sehr schöne Aufnahmen von Harper, wie sie durch die Natur wandert, was dem ganzen Film eigentlich einen sehr guten Start gibt. Aber ja, dann nach dem ersten Akt, der noch vergleichsweise typisch ist für einen Horrorfilm, geht der Film in eine sehr metaphorische bis schließlich sogar groteske Richtung. Also Garland spielt hier sehr viel mit religiösen Szenerien, also beispielsweise der Baum aus dem Garten Eden mit Adam und Eva und dem Apfel, aber auch die Erbsünde an sich, ja, und gigantische Sternenhimmel mit Chören im Hintergrund und heidnischen Symbolen in Kirchen. Also hier kommt sehr viel metaphysische Bedeutung zu der Bedrohung an sich hinzu und dann im Endeffekt geht er sogar noch einen Schritt weiter und es wird schlicht, wie schon gesagt, grotesk im dritten Akt. Und man muss wirklich sagen, für Leute, die Probleme mit Körperhorror haben, also mit Deformierung, mit Verformung von Körpern, ist dieser Film auf keinen Fall geeignet, denn hier geht Garland unglaublich weit und zeigt hier Szenen, die man nicht unbedingt sehen will und die das erste Mal anschauen und man denkt noch, okay, jetzt haben wir es gesehen, alles gut, kann man mal machen, aber dann wiederholt er es immer und immer wieder, die gleichen Deformierungen. Und ja, das führte so ein bisschen dazu, dass im Kino so das ein oder andere frustrierte bis lachende Schnaufen zu hören war. Und ich muss wirklich sagen, da hat der Film mich komplett verloren und es bleibt die Frage, was soll das? Ja, und wenn man nun den Punkt erforschen will, auf den Garland eigentlich mit diesem Film hinaus will, dann kommt man zwangsläufig zu dem Schluss, dass es um das Männerbild an sich geht, also um Man, wie der Film ja auch heißt. Und da scheint er zu einem Punkt zu kommen, dass sämtliche Männer eine unglaubliche Bedrohung und grauenhafte Menschen sind. Jeder männliche Charakter in diesem Film ist auf die ein oder andere Art und Weise unglaublich abscheulich. Und Harper, die Protagonistin, muss sich hier gegen sämtliche männlichen Karikaturen wehren, weil sie auf die ein oder andere Art und Weise ihr stets an den Leib wollen. Und ja, man kann nur zu dem Punkt kommen, dass Alex Garland hier sagen will, Männer sind alle gleich und Männer sind alle gleich schlimm. Ja, und das wird nochmal dadurch unterstrichen, dass fast sämtliche männlichen Charaktere von dem gleichen Schauspieler dargestellt sind, namens Rory Kinnear, der das zugegebenermaßen sehr, sehr gut macht. Also er ist offensichtlich ein sehr guter Schauspieler, der sehr facettenreich ist und die verschiedenen Varianten der Männer sehr überzeugend spielt. Es fällt zum Beispiel nicht auf den ersten Blick auf, dass es immer der gleiche Schauspieler ist. Aber es suggeriert halt auch, dass hinter jeder Facette von diesen Männern die gleichen Abgründe warten. Und da geht der Film auch tatsächlich inhaltlich hin, ohne etwas spoilern zu wollen, was da tiefer ins Detail geht. Aber was halt ja eine sehr eindimensionale Darstellung von Männern ist. Nun muss man natürlich andererseits sagen, dass Frauen mit diesem Problem schon seit Jahrzehnten in Filmen zu kämpfen haben. Also, dass Frauen eindimensional dargestellt werden oder sehr chauvinistisch dargestellt werden, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis. Aber bei diesem Film hatte ich wirklich das Gefühl, dass es diesmal komplett andersherum ist. Also, ich finde auch diese Darstellung kritisch tatsächlich. Die Hauptdarstellerin, Jessie Buckley, macht das auch schauspielerisch sehr gut.
Also sie spielt die Rolle sehr überzeugend, aber ich fand auch ihr Charakter ist vergleichsweise reduziert auf ein Ereignis in ihrer Vergangenheit und hat keine echte Tiefe. Also insgesamt fühlt sich alles etwas dünn an. Ich habe auch noch das ein oder andere Gute zu dem Film zu sagen, insbesondere in der Produktion. Ich fand beispielsweise visuell sehr ansprechend, wie hier mit den Farben Grün und Rot gespielt wurde. Natürlich ist da auch wieder eine metaphorische Bedeutung hinterher. Also in Grün beispielsweise für Natur, Rot für, ich denke mal, das Weibliche, was hier dargestellt werden soll. Aber das ist auch einfach visuell sehr ansprechend und sehr schön umgesetzt. A24 Productions sind ja dafür bekannt, dass sie häufig sehr, sehr gut aussehen und der Film ist hier auch keine Ausnahme. Auch soundtrackmäßig gibt es hier eine Besonderheit, nämlich eine sehr einprägsame Szene in einem Tunnel mit Gesang. Fand ich auch ja, sehr einprägsam und sehr überzeugend. Das hat mir an sich sehr gut gefallen. Und man muss auch sagen, die schon angesprochenen Körperhorror-Elemente im letzten Akt sind an sich gut produziert. Nur die Idee dahinter, beziehungsweise ja, die Wiederholung von dem, was gezeigt wird, fand ich dann wiederum weniger ansprechend. Fazit: Ich habe Man als einen enttäuschenden Garland-Film wahrgenommen. Also es wird zwar Bedrohlichkeit aufgebaut, es gibt das ein oder andere visuelle Highlight, aber der Film verliert sich in Metaphorik, in grotesken Darstellungen und auch in dem negativen Männerbild, was hier porträtiert wird. Von daher, aus Filmpalava-Sicht könnt ihr euch den Gang ins Kino sparen. Wir würden sagen, 2,5 Sterne für Man.